Liebe Zuschauer, wir sind heute Abend im KDW und das hat einen besonderen Grund. Denn Dieter Meier ist hier und stellt seine neue Schokolade vor. Und jetzt werden Sie sagen, Schokolade, ja, die haben wir zu Hause auch. Aber diese Schokolade nicht, denn sie ist 100% aus Kakao und nicht irgendwo gemischt oder sonst was. Dieter, wie kamst du auf die Idee, solche eine Schokolade zu produzieren und wo wurde sie produziert? Ursprünglich kam ich auf einen Erfinder gestoßen, der die Kaltextraktion wirklich erfunden hat. Ja. Niemand kann das, die normalen Gangierereien und die Röstereien, die vernichten eigentlich alle Aromen, fast alle Aromen. Und wir haben mit dieser Kaltextraktion haben wir das 100% pure Erlebnis der Bohnen. Die Bohnen liefern ja ab, was wir haben am Geschmack. Ja, und das geht so weit, dass wir die Chocolate Library haben, also eine Schokoladenbibliothek. Ja, wir haben 6-7 verschiedene Destinationen und jede ist wieder anders, wie beim Wein. Und da sind wir einzigartig, weil niemand hat 6 verschiedene Arten von Schokolade, weil wir das pflegen wir so, dass wir das gültig machen. Genau. Zum Wein kommen wir jetzt gleich. Wo produziert ihr denn die Schokolade jetzt oder wo produzierst du die jetzt? Also produziert, ich sag mal, nicht vom Rohstoff, sondern wenn ihr sagt, jetzt machen wir sie fertig, jetzt kommt sie in die Tafel. Ja gut, also wir kaufen natürlich oder übernehmen die Schokolade, die Bohnen und dann auch die Pulpe. Weil die Pulpe, das sieht man hier, ja, die ist 100% aus der Frucht. Ja. Und deshalb heißen sie Oro de Cacao, 100% from the Cocoa Fruit. Das machen andere zwar auch, aber die haben dann große Bitterkeit, weil sie die Bitterkeit nicht rauskriegen. Und deshalb ist das nicht so erfolgreich wie unsere Schokolade. Die sind natürlich noch sehr klein, aber wir können sagen, 100% aus der Cocoa-Bohne. Wenn jetzt unsere Zuschauer sagen, oh super, endlich mal eine Schokolade, 100% Kakao. Wo bekomme ich die oder wo darf ich sie denn kaufen? Nur beim KDW. Wir sind noch sehr klein und wir haben schon jetzt Probleme gehabt. Wir haben in Amerika aufgeschlagen für Starbucks. Und das ging so gut, dass die uns sozusagen fast alles wahrgenommen haben. Und deshalb sind wir hier relativ verwöhnt mit nicht so viel Schokolade. Aber der KDW ist eigentlich für uns das perfekte Haus, um unsere Schokolade zu führen. Genau. Du hast jetzt Schokolade hergestellt, du hast aber gleich noch ein zweites Produkt, wo der Verbraucher immer sagt, das schmeckt ganz lecker. Also mal eine Tafel Schokolade abends beim Fernsehen geht ja wunderbar. Aber du hast auch einen Wein gemacht, der zur Schokolade passt. Wie kam das denn? Ja, Wein und Schokolade, das ist eine natural born situation. Das passt sehr gut zusammen. Weil man hat dann einen Schluck Wein und man nimmt ein Täfelchen Schokolade und der Wein halt nach und man hat die Schokolade. Das ist ein ganz außergewöhnliches Erlebnis, eben auch wegen der Purity von unserem Kakao. Nicht? Das gilt übrigens auch für Milchschokolade oder alle Schokoladendrinks. Die meisten sind künstlich aromatisiert. Und wir haben die echte Ware, die echte Schokolade aus 100% aus der Cocoa. Bleiben wir mal kurz nochmal bei der Schokolade. Wie viele Sorten hast du im Moment jetzt oder wie viele habt ihr im Angebot? Wir haben verschiedene Sorten, verschiedene Destinationen. Ja. Und wir sind eigentlich sehr gut unterwegs, wobei es ist ein langer und auch steiniger Weg mit diesem Produkt, das so sensationell anders ist, sich durchzusetzen. Wann war denn das der Anfangjahr, 1990? Ja, wir haben das zuerst gemacht mit einem kleinen Betrieb. Das war eigentlich ein Probebetrieb und dort haben wir wenig produziert, aber das hat schon funktioniert. Und dann habe ich größenwahnsinnig, wie ich halt ein bisschen sein muss, habe ich eine größere Fabrik übernommen und die umgebaut für unsere Schokolade. Ja, und das ist jetzt eigentlich im Tun. Wir arbeiten jetzt mit sehr großen Playern und die sind alle interessiert an uns. Aber alle wollen natürlich nicht unbedingt unsere Schokolade haben, weil da müssen sie ja sich neu aufstellen. Sie müssen jetzt ein ganz anderes Prinzip als die Gange. Wir haben diese Schokolade, die eben die Bohne wird fein zermahlen, kommt mit Wasser dazu, vermengt und geht dann in einen sogenannten Dekanter und dort werden die wichtigen Elemente
werden dort verwendet, nicht? Und deshalb kommt es zu dieser wunderbaren Schokolade. Genau. Jetzt kommen wir nochmal zum Wein. Wie viele Weine hast du? Wie viele Rotweine, Weißweine oder wie? Ja, viele Weine. Wir haben auch Weine in Ibiza. Wir haben natürlich vor allem Weine in Argentinien. Und da haben wir ungefähr 6-7 verschiedene Sorten. Und eigentlich dann noch mehr, weil wir auch den ganzen Anden entlang züchten wir unsere, nicht die Schokolade, aber unsere Trauben, ja. Und das ist auch ein tolles Erlebnis, weil wenn man von oben, ganz oben in Argentinien bis unten an den Rio Negro geht, dann erlebt man auch wieder immer eine Überraschung, weil das sind ganz andere Produkte, die dort stehen. Genau, also das heißt, ich müsste mal zu dir kommen, eine lange Reise machen und dann könnte ich alles kennenlernen, Wein und Schokolade. Absolut, absolut, ja. Ja? Wir haben auch schon viele große Preise gewonnen mit unserer Schokolade, aber auch mit dem Wein, ja, weil der Wein ist hundertprozentig rein, ohne irgendwelche Zusatzstoffe und 100% eben auch aus der Frucht. Und das ist unser Prinzip, es ist alles aus der Frucht, sei es Cocoa oder Trauben. Peter, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden hast bei dem heutigen Abend, wo viele Gäste da sind, du viele kennst, viele dich begrüßt haben, dass das heute Abend ist. Und die Zuschauer können dann ins KDW kommen und können deine Weine verkosten, deine Schokolade kaufen und sagen, ja, ich möchte mehr davon haben. Und dann weiß man ja, wo man sie kriegt, im 6. Stock im KDW. Absolut. Dann darf ich sagen, vielen, vielen Dank und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke dir.